Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge zeige ich euch, wie ihr einen solchen scheinenden Texteffekt in Premiere Pro erstellen könnt. Los geht's wie immer nach dem Intro. Ja, ich öffne hier eine neue Sequenz, indem ich hier auf dieses Icon klicke, auf Sequenz, und erstelle mir hier die Sequenz scheinender Texteffekt. Dann klicke ich auf OK und hole mir hier unten das Textwerkzeug und klicke hier in mein Fenster rein und schreibe hier einfach mal das Wort Schein rein. Dann klicke ich hier drüben auf Grafiken und hier auf Bearbeiten und ziehe mir das hier ein wenig größer, so dass ich es ungefähr hier im Feld drin habe. Dann miete ich es aus mit diesem Icon hier und miete es genau ein hier drüben. Dann will ich hier unten die Schriftart Cocoon Pro, das habe ich jetzt bereits markiert. Das ist eine Schriftart, die ich von der Creative Cloud habe hier. Wenn ihr diese Schriftart nicht habt, könnt ihr hier unten auf Adobe Schriftart hinzufügen klicken. Dann wird hier das Fenster Adobe Fonts geöffnet und ihr könnt hier dann die Schriftart suchen, indem ich hier Cocoon eingebe und dann sehe ich hier schon die Schriftarten und ich sehe hier, welche von diesen Schriftarten ich aktiviert habe. Ihr könnt das dann einfach hier drüben aktivieren, so, und wenn ihr das gemacht habt, wird das automatisch im Hintergrund runtergeladen und jetzt ist die Schriftart hier aktiviert. Nachdem ich das gemacht habe, das eingemietet habe, ziehe ich hier meine Schrift noch ein wenig länger und drücke hier die Option-Taste und dupliziere mir hier die Schrift. Dann gehe ich hier unten auf die erste Schrift und will hier die Farbe ändern. Klicke hier drauf auf Rot. So, und nun ist die untere Ebene rot. Das sehe ich, wenn ich hier die obere Schriftebene deaktiviere. Ich habe jetzt also hier eine rote und eine weiße Ebene. Dann klicke ich mir die weiße Ebene an und gehe hier drüben auf das Deckkraft-Tool und klicke hier auf das Freizeichen Bezier-Tool und erstelle mir hier auf der weißen Textebene eine Maske in etwa mit dieser Form hier. So. Und schon ist die weiße Schrift hier verschwunden und ich habe jetzt die rote sichtbar. Damit das Ganze noch etwas schöner aussieht, gehe ich hier bei der Maskenkante noch ein wenig nach oben, etwa auf 300, so dass das hier so weich wird. Dann aktiviere ich hier den Maskenpfad und klicke wieder auf Maske, damit diese aktiviert ist, und ziehe sie mir hier aus dem Bild raus. Dann gehe ich hier ein paar Frames nach vorne, so, und ziehe die Maske hier drüber auf die andere Seite raus. Nun sind zwei Keyframes hier entstanden, eines am Start und eines dann am Ende. Und wenn ich das abspiele, haben wir hier einen scheinenden Texteffekt. Wenn der mir ein wenig zu schnell ist, kann ich hier das Keyframe noch verschieben. Spiele es nochmals ab. So, und schon haben wir hier einen wunderbaren, scheinenden Texteffekt erstellt. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video zum Erstellen von solchen Texteffekten gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert. Dann sehen wir uns sicher wieder in einer Woche und ihr verpasst kein weiteres Video mehr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt kreativ und bis bald. Tschüss!